Hallo liebe Zuschauer, heute wird es mal wieder Zeit für eine kurze News. Die letzte News, die liegt ja eigentlich gerade mal ein paar Tage zurück. Da ging es um das Thema Copa. Gab sogar gleich zwei Videos, weil Copa tut sich immer etwas. Und auch in diesem Video möchte ich auch das Thema Copa ganz kurz anreißen. Ich möchte aber auch ein paar Informationen geben, was den Spieleblock an sich angeht. Welche Änderungen je nachdem folgen oder folgen werden. All das natürlich in diesem Video. Zuerst einmal herzlichen Dank für die vielen Abonnenten. Es werden immer mehr. Wir steuern jetzt schon auf die 8000 Abonnenten zu, aber wer mich kennt, der weiß, ich lege doch mehr Wert auf den Inhalt und ich freue mich natürlich, wenn immer mehr Abonnenten da dazukommen und ich begrüße natürlich an der Stelle auch wieder die neuen Zuschauer, die auch fleißig, je nachdem, unsere Videos schauen und die Playlisten durchforsten. Ja, 2,6 Millionen Aufrufe insgesamt, es geht auch rasant voran, also wow, es ist einfach beeindruckend und es macht richtig viel Spaß, auch wenn man die Abozahlen sieht, sind teilweise 10 bis 30 neue Abonnenten pro Tag, die da zukommen. Wahnsinn. Also früher hätte ich davon geträumt und mittlerweile ist es echt super. Also ist wirklich so leicht steigender Trend zu erkennen und da freue ich mich natürlich. Ich wiederhole mich schon 100 Mal, aber es ist ein Hobby und bleibt ein Hobby, was den Bereich dann natürlich angeht, weil ja reich wird man dadurch nicht. Und wenn ich meine Einnahmeüberschussrechnung zum letzten Jahr dann sehe, es ist ein Hobby und da legt man dann immer wieder drauf am Ende. Also so muss man sehen und da lebe ich nicht davon. Wir haben alle einen Beruf, jetzt meine Frau ja auch und das ist ein Hobby und das bleibt natürlich auch ein Hobby. Aber was Unterstützungsmöglichkeiten angeht, auch dazu später mehr. Wichtig ist, dass mir der Kanal und manche denken ja immer, jetzt sind ja immer die Kinder dabei. Es wird groß nichts über das Privatleben hier kundgetan. Es geht nach wie vor um das Spiel, um das Brettspiel, um das Kartenspiel, um das Familienspiel, Kennerspiel, Vielspielerspiel, Expertenspiel. All das steht nach wie vor im Vordergrund und wer den Kanal schon lang verfolgt, der weiß, da halte ich bzw. halten wir uns streng. Die Mitspieler, das sind Erwachsene, sind Kinder, all das natürlich passend je nach Spiel und das ist das Thema, was mir sehr wichtig ist, weil ihr sollt einen Eindruck bekommen von dem Spiel und sollt sehen, ob das je nachdem für euer Kind oder für euch selbst was ist. Und das ist mir sehr wichtig und das soll auch in Zukunft so bleiben, weil das Spiel, in dem Fall Brettspiel, Kartenspiel, steht nach wie vor im Vordergrund. Ja, Thema Werbung. Ich lese das als immer mal in dem einen oder anderen Forum. Mir wird wieder gefragt und da oben erscheint ja immer Werbung. Hat das irgendwelche Bewandtnis? Ja, ich habe ein eigenes Video dazu gemacht, das hat immer noch Gültigkeit, weil ich halte mich da an enge Regularien. Ich mache hier immer Werbung, ich sage ja auch, schaut unten in die Beschreibung rein, weil wenn ihr das Produkt kauft, dann könnt ihr uns unterstützen, weitere Unterstützungsmöglichkeiten etc. Das sage ich nicht ohne Grund, weil letztendlich gebe ich das ja auch an als Werbung und wenn ich bezahlt werde für ein Produkt, dann müsste ich das sogar im Vorspann nochmal separat einblenden. Da gibt es auch nochmal Regularien, also die meisten, die jetzt schon länger den Kanal gucken, die wissen es, beziehungsweise die sehen das schon gar nicht mehr, dass da oben Werbung steht, aber letztendlich werbe ich für ein Produkt. Und wenn es mir nicht gefällt, dann werbe ich je nachdem parallel für ein anderes Produkt, was besser ist. Also aus der Werbung komme ich quasi gar nicht raus und das nehme ich auch sehr ernst und deswegen mache ich das quasi auch in jedem Video. Das zu dem Thema, aber wie gesagt, da gibt es ein eigenes Video. Copa wollte ich natürlich nochmal ansprechen und ich habe natürlich mittlerweile die Kennzeichnung vorgenommen und viele Videos umgestellt, quasi für speziell für Kinder geeignet. Wobei, ich habe es ja angesprochen in den beiden Videos, auch im zweiten Video, da bin ich mir selber nicht ganz sicher, ob ich überhaupt da alles richtig gemacht habe. Aber ihr kennt ja den Jörg, der hält sich mal wieder sehr konsequent, vielleicht zu streng an irgendwelche Regularien und bereut es vielleicht am Ende, dass er in dem Fall so eine harte Linie gefahren ist. Ich habe mich jetzt auch ausgetauscht mit anderen, in dem Fall Bloggern. Insbesondere heute habe ich auch telefoniert mit Bloggern aus dem Lego-Bereich, um mich da ein bisschen schlau zu machen, weil die sind sehr, sehr forciert und sehr, muss ich sagen, ja, sehr weit, was das Thema angeht und sehr gut vernetzt und da findet man einfach einen super Austausch. Da habe ich mich nochmal orientiert, ausgetauscht, was den Bereich dann angeht. Ihr wisst ja, was die Videos angeht. Viele sagen, die sind doch für Erwachsene zugeschnitten. Ja, man wird sehen, am Januar oder Dezember, Januar läuft so ein Algorithmus durch YouTube dann und wird dann sagen, ob ich das jetzt richtig, je nachdem, ob ich es auch falsch gemacht habe. Allerdings hat die Kennzeichnung natürlich auch einige Folgen und das habe ich ja auch schon mal angesprochen, was den Bereich dann angeht, weil
Teilweise könnt ihr bei gewissen Videos gar nicht mal kommentieren, weil ich die ja so kennzeichnen musste, was sehr schade ist. Ihr habt dann viel weniger Möglichkeiten, mit mir oder mit uns zu kommunizieren. Und es gibt natürlich da schon gravierende Einschränkungen. Klar, wer das Ganze beruflich macht, gibt es ja auch einige Blogger aus dem Brettspielbereich, die damit Geld verdienen. Für die ist ein Einschnitt, was den Bereich dann angeht. Wobei, die spielen ja jetzt auch nicht mit so vielen Kindern oder jetzt in dem Bereich, was jetzt mir machen. Also ganz anderer Bereich, aber die Monetarisierung bzw. die Werbekennzeichnung, die läuft dann ganz anders. Die wird richtig runtergedrosselt für die, die sich ja auch dran halten, so wie ich jetzt in dem Fall. Mal schauen, was in 1-2 Monaten ist, was da wieder an Neuerungen kommen. Aber das wirkt sich natürlich darauf aus. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, das ist ein Hobby. Ist zwar schade, weil letztendlich die Einnahmen ja auch für das Hobby verwendet werden, was Equipment etc. angeht. Aber schauen wir einfach mal, was passiert, wie das dann weiterläuft. Ihr habt dennoch, auch wenn so ein Einschnitt kommt in dem Fall, und viele nutzen es per Mail, die Möglichkeiten, mir zu kontaktieren. Das seht ihr unter Kanalinfo. Ich habe da alles offen präsent, dass ihr das dann seht. Viele nutzen Social-Media-Plattformen wie Instagram, wie Facebook und wie Twitter, schicken mir Nachrichten. Viele Nachrichten kriege ich pro Tag. Ich komme teilweise kaum hinterher, also peu à peu. Schwierig fällt es mir dann natürlich, wenn irgendwelche detaillierten Regelfragen kommen. Die kann ich aus dem Stegreif oft auch nicht direkt beantworten. Also da müsst ihr einfach ein bisschen Rücksicht nehmen, aber ja, ich bekomme auf jeden Fall zu 100% Lob an dieser Stelle und Dank auch erstmal allen, die immer regelmäßig mir Nachrichten schicken, und das ist einfach toll und das zeigt auch, wie viel Spaß das Ganze macht. Und es ist natürlich schade, dass ich durch Copa und durch diesen Einschnitt dann das eine oder andere verändern wird, was die Videos dann natürlich angeht, aber da muss man mal abwarten, wie das dann aussieht im Januar, weil die meisten Videos, beziehungsweise ich habe alle Videos soweit gekennzeichnet, mit Rücksprache mit anderen Teilweisen und fahre einfach mal diese harte Linie. Schade natürlich, aber schauen wir einfach mal, was passiert und inwieweit die Videos dann auch noch in Zukunft gefunden werden, was natürlich auch ein wichtiger Einschnitt ist für so einen Kanal. Aber ich habe ja immer noch parallel andere Videos, die ich dann nicht speziell für Kinder kennzeichne. Also da muss man einfach mal schauen. Das nur als Information. An dieser Stelle könnt ihr das ja natürlich auch kommentieren, wenn ihr jetzt da noch Fragen habt zu dem Thema. Aber Copa, wie gesagt, da habe ich schon einiges gemacht und es gibt auch aus der Lego-Branche richtig tolle aktuelle Copa-Videos, weil am 22.11. gab es eine neue Aktualisierung von der FTC. Die Insider wissen es, weil da gab es nochmal ein paar Informationen, wie so eine Kennzeichen zu erfolgen ist. Also man sollte es auf jeden Fall machen. So, wie geht es denn weiter? Ich habe ja gesagt, schauen wir einfach mal, wie dieser Algorithmus dann läuft von YouTube, was er bei mir findet oder auch nicht findet. Und das wird man ja dann 2020 sehen. Also was ich auf jeden Fall vorhabe, den Trailer ein bisschen anzupassen. Klar, wir orientieren uns jetzt auch in anderen Spielen natürlich, was den Bereich dann angeht. Haben wir davor schon gemacht und haben natürlich das auch in Playlisten gekennzeichnet. Hoffen wir mal, dass die bestehen bleiben, nicht rausfliegen, weil ich habe das richtig schön strukturiert, dass man sich sehr gut zurechtfindet. Alles andere wäre ein Chaos. Also da hoffe ich einfach mal, dass das in der gewissen Linie bestehen bleibt. Ich weiß, es sind die Wünsche von anderen, dass ich noch weitere Playlisten ergänze. Da warte ich jetzt einfach mal wahrscheinlich ab, was im Januar, Februar da passiert, dass ich dann auch weitere Kategorien vornehmen kann, weil es schauen ja auch viele, viele Spieler zu, die sich ja auch für den Bereich interessieren. Und heute habe ich ja auch eine Info bekommen, ja, da muss ich mich ja durchklicken durch die ganzen Playlisten. In dem Fall, ja, ich weiß, aber es werden natürlich auch immer mehr Spiele und viele Neuheiten warten ja nur darauf, dass ich sie euch in dem Fall präsentieren kann. Wie ich es euch präsentiere, wird mal schauen, weil es ist ja immer schön, wenn man ein Kinderfamilienspiel hat, je nachdem Kennerspiel, wo dann die Kinder dabei sind, in Anführungszeichen natürlich, dann muss ich ja das dann kennzeichnen wieder, dann findet man das gar nicht. Oder ich mache das dann einfach, dass ich immer mal wieder so ein Zusammenfassungsvideo mache mit den Dingen, die wir gespielt haben, dass ich die euch in Kürze nochmal ohne Kinder vorstellen kann, sodass es auch jeder sieht. Also ich habe da einiges schon im Hinterkopf und einige Gedanken mir gemacht, wie das dann aussieht. Aber ich möchte mich jetzt, habe ich ja im letzten Video gesagt, nicht zu orientieren, was jetzt jeder macht. Das ist irgendeine Monatsvorschau, Wochen oder Top und Flops etc. Das möchte ich ein bisschen anders gestalten. Das machen andere sicherlich genauso oder gut in dem Fall. Der eine mag es, der andere nicht mag. Aber ich habe ja gesagt, ich muss mich ja nicht nach anderen immer orientieren. Ich mache mein Ding und dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Aber schauen wir einfach mal, in welcher Art und Weise ich das euch dann vorstelle. Weil Januar ist ja der spannende Bereich. Mal schauen, was da alles passiert.
Ja, Unterstützung habe ich am Anfang angesprochen. Mensch, der Jörg macht es als Hobby, dann braucht er doch ja quasi gar nichts. Klar, durch die Gelder, wo man dann bekommt von YouTube, von den Werbeeinnahmen, was jetzt dann bei mir quasi rausfällt, hoffe ich natürlich schon, dass der eine oder andere noch auf den Zug, was jetzt Patreon und Steady betrifft, aufspringt, weil da habe ich auch ein paar Level in dem Fall angepasst. Ihr könnt auch uns schon mit kleinen Beträgen dann unterstützen, das wäre auf jeden Fall super, weil ich stehe nach wie vor dazu, dass ich mir keine Gelder von Verlagen annehmen werde, weil, ja, dann bin ich gar nicht mehr unabhängig. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn, das ist totaler Quatsch, weil die Unabhängigkeit möchte ich wahren. Ihr seht ja als am Anfang das Spieleoffensive eingeblendet, die unterstützen mich, aber das sind ja alles neutrale, in dem Fall Firmen, die mich da unterstützen. Ich hoffe, dass der eine oder andere natürlich von euch auch dabei ist. Die Tassen wurden jetzt an alle Patreons und Steadys Größenlevel vergeben, auch an andere Unterstützer, die mich andersweitig noch unterstützen, die wurden jetzt alle verschickt und neue Ideen für Tassen sind auch schon im Blick. Vielleicht auch spezielle Tassen, was jetzt Elias Alina angeht. Da habe ich schon ein paar Ideen an Illustrator weitergegeben. Da bin ich gespannt. Also schaut einfach mal rein. Werde ich euch zeitnah informieren. Aber es soll auch das weiterhin geben. Ich habe jetzt da die Levels dann angepasst, dass ihr auch ein bisschen mehr mitreden könnt, was den Bereich dann angeht, was Videos angeht. Und Gewinnspiele wird schwierig, Gewinnspiele, weil ihr könnt ja gar nicht mehr kommentieren, je nachdem. Aber da freuen sich die Steadys bzw. die Patreon-Unterstützer über ein jährliches Paket Spiel oder mehrere Spiele. Also da kommt dann auch noch einiges zurück an die jeweiligen Unterstützer. Also schaut mal rein. Ich glaube, das könnte jetzt wirklich für den einen oder anderen sehr interessant sein. Zumal ich dann auch immer mal wieder Mails verschicke und mich austausche, was denn für den einen interessant wäre, was ich vorstellen könnte, soll, was für den einen oder anderen interessant ist. Und das macht natürlich auch Spaß und es funktioniert aktuell super. Und da gehen die Tage an weitere Patreons, der liest noch ein paar Mails raus. Aber jetzt nicht so, dass man regelmäßig bombardiert wird, aber ich möchte mich einfach ein bisschen austauschen mit den Unterstützern, was die für Ideen haben in dem Fall oder was die für Wünsche haben und da ist natürlich das perfekt. Ja, ich habe am Anfang gesagt, wir kratzen schon an diesen 8.000 Abos. Wenn man bei 10.000 ist, kann ich mir, glaube ich, so eine Mitgliedschaft freischalten. Da gibt es auch noch Unterstützungsmöglichkeiten, aber ihr merkt, es hat damals bei Steady und Patreon lange gedauert, bis ich es freigeschaltet habe, weil ich mich doch viel mehr um Spiele bemühe. Da muss ich einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber wie gesagt, auch da schauen wir einfach mal, was das neue Jahr so mit sich bringt. Dann ist es vielleicht vom Handling einfacher, aber ihr könnt ja mal unten in die Beschreibung reinschauen, weil da findet ihr die ganzen Links, wie ihr uns unterstützen könnt. Und das wäre natürlich super von euch. Ja, ansonsten, ich muss auf meinem Spicker schauen, habe ich eigentlich soweit alles gesagt. Ich wollte es jetzt auch nicht ausufern lassen. Ich wollte euch einfach nochmal einen Status Quo geben, was den Spieleblog dann angeht. Ihr habt ja gesehen, parallel sind natürlich schon einige Videoreihen, die jetzt da produziert sind, die jetzt dann online gehen, weil wir nutzen natürlich auch die Zeit, in dem Fall zu spielen und gewisse Sachen, ja, ich kann jetzt da gar nicht alles zeigen, aber es gibt ein paar hübsche Ergänzungen, die da noch folgen werden. Und es bleibt auf jeden Fall spannend und ich probiere natürlich immer gerne was aus. Wenn ihr da noch Anregungen habt, haut's einfach in die Kommentare rein. Das würde mich gerne freuen, wenn da auch von euch ein bisschen was rüberkommt. Wobei, ich kann mich nicht beklagen. Ich bekomme so viele Mails und Nachrichten dann auch. Also das ist super. Manchmal geht es ein paar Tage, bis ich antworte. Normal bin ich recht flott, aber viele sind es gar nicht gewohnt, dass es mal eine Woche geht, bis ich antworte. Aber es ist momentan wirklich viel und ich freue mich. Aber dennoch, wenn ihr an dieser Stelle einiges in die Kommentare reinschreibt, weil dieses Video ist ja speziell gekennzeichnet für nicht für Kinder, sondern für Erwachsene, die jetzt hier noch in die News kriegen. Und ich hoffe, dass das auch vom Algorithmus dann später so bestehen bleibt. Also ist auch eine Form, mit euch zu kommunizieren, dass ihr auch die Möglichkeit habt, immer mal wieder Kontakt auf YouTube über die Kommentarfunktion mit mir Kontakt aufzunehmen. So, jetzt war es das aber an dieser Stelle. Also es gibt einiges in dem Fall, wo ich auch gespannt bin, wie sich es entwickelt, wie sich es weiterentwickelt in dem Fall. Und ja, ich glaube, ich bin einer der Ersten, aber ich sage jetzt schon um die Jahreszeit ein schönes Fest, schöne Feiertage, schöner Weihnachtsurlaub, je nachdem, wo es hingeht. Und einen guten Rutsch, das wünsche ich euch auch. Was die Jahreszeit betrifft, ist ja eigentlich perfektes Wetter und es gibt noch viele Videos, die ich euch zeigen werde.
Und wie versprochen sind es viele neue, aber es kommen auch viele alte Spiele. Das ist mir nämlich natürlich auch sehr wichtig. Und ich weiß, viele ärgert sich immer, wenn ich da ein altes Spiel vorstelle und man bekommt es nicht mehr zu kaufen. Wie jetzt Truplisten, was jetzt oder Elias Lieblingsregal angeht, wo mancher sagt, Mensch, super Spiel, jetzt bekommt man es gar nicht mehr im Handel. Das ist immer die Gefahr, wenn ich dann so ein altes Spiel vorstelle, wo immer noch super und immer noch gefragt ist, wo gar nicht so alt ist, aber wo man teilweise nicht im Handel bekommt. Da nochmal ein Tipp, klar, ihr könnt immer unten in die Beschreibung schauen, die Produkte, nicht nur Spiele, dort kaufen, da ja, da unterstützt ihr uns nämlich auch automatisch, ihr zahlt da nicht mehr dafür. Aber wenn ihr das Produkt da nicht bekommt, könnt ihr ja bei Online-Seiten im Ausland mal schauen. Weil je nachdem, wenn das Spiel sprachneutral ist oder die Anleitung downloadbar ist, dann bekommt ihr auch das Spiel recht günstig, was nicht jetzt den deutschen Markt dann beispielsweise betrifft. Das wollte ich an dieser Stelle noch sagen. Ansonsten mache ich jetzt Feierabend, wir wollen was spielen. Und ich sage Tschüss, macht's gut und bis bald.